wieder unseren Kanal eingeschaltet habt. Neue Woche beginnt mit neuen Aufgaben. Hinter mir steht schon unser Tieflader bereit. Ich werde mit meiner Steffi ein tolles Projekt tun, nämlich einen Bunker. Das heißt, wir fahren jetzt gleich los und sind dann morgen wieder da. Und Janine und Steffen sind dann allein zu Hause und müssen ein paar Fahrschüler machen. Und hoffen wir mal, dass alles gut läuft, aber ich denke schon. Nicht rumalbern, hier muss hart vorbereitet werden. Ja, Vorbereitung laufen, neuer Wochenstart. Fahrschüler kommen gleich und dann geht's raus in unsere wunderschöne Schlammwüste. In der Hoffnung, dass nichts passiert, denn wenn da ein Panzer stecken bleibt und der Chef nicht da ist, ne? Ja, meistens ist es dann so, dass irgendwas wieder passiert. Ja, was soll da schon passieren? Dann bleibt er stecken. Dann bleibt er halt stecken. Dann müsst ihr ohne mich, wenn ich auf Bunkertour bin. Ja, bei uns sieht es ganz gut aus. Der Tieflader ist noch leer, wie man erkennen kann. Wir sind jetzt bei wunderschönem Wetter in Redeformwald angekommen. Ungefähr 350 Kilometer von zu Hause weg mit unserem Tieflader. Ja, wir machen jetzt eine kleine Bunkertour und schnappen uns neue Sachen für unser Museum. Genau, links abbiegen. Und ja, bei Steffen und Janine ist nicht so schönes Wetter, aber die kämpfen sich mit dem Fahrstuhl. So, wir müssen jetzt zu dem BMP kommen, der jetzt die Kette geschmissen hatte gestern. Ja, zu Fuß ist das natürlich bei der Strecke ein bisschen schlecht. Haben wir uns den Bagger erinnert? Diele! Ja, wir hoffen, dass wir nicht auch noch stecken bleiben. Da steht jetzt der kleine BMP, wo die Kette runter ist. So, guckt euch das an. Guckt euch an. Hast du kaputt gemacht? Ich diesmal nicht. Ja, Steffen, wie ist der Plan? Zähle mal. Ja, also ein bisschen Plan. Ja, doch. Wir machen die Kette auf. Nehmen das geöffnete Teil hoch, links wieder über Leitrad und Stützrolle und versuchen dann die Kette wieder zu verbinden und tada! Alles heile, alles fährt wieder, alles super. Naja, wir sind gespannt. Wir halten euch auf den Laufenden. So, Steffen, wie ist denn die Lage? Was hast du denn bis eben gemacht? Wir haben die Bolzen entfernt aus den Kettenlöschen. Haben dafür einen Kettenspanner eingesetzt. Kettenspanner. Ein Abzieher für die Kettenlaschen. Und jetzt ziehen wir so lange, bis wir die Laschen von den Ketten wieder runtergezogen haben. Und ich hoffe, dass das einigermaßen reibungslos geht. Na gut. Wir haben dieses ein bisschen. Das scheint zu gehen. Alles, Junge! Ja! Yeah. Zieh! Das ist natürlich die beste Voraussetzung, ja? Naja! Oh, es könnte regnen! Ja! Es könnte schlimmer sein! Komm, zieh! Wenn du am Ende bist, gibt's ein Bier! Bier! Runterschnacken. Und schnack, und schnack. So, um hier ein bisschen ranzukommen. Und gleich macht. Hoffe ich. Gib alles. Tada! Oh, Nummer uno! Ja, si. Der Krepel. Hoffe ich.
Na komm schon. Da ist er. Und rennen. Und rein in die Brühe. Schön. Na ja, lohnt's doch. Wunderbar. So. Hui. Jetzt muss der Bolzen dann raus oder ist das jetzt schon? Das, die Kette ist offen. Genau, alles klar. Kette ist offen. Und jetzt muss das Ganze da wieder drüber gelegt werden. Richtig. Und das machen wir mit. Mit El Ocho. Na dann. Ich gehe jetzt da nicht nochmal hin. Ich versuche jetzt hier rumzukommen. Gleich nicht da drin, ich ahn schon. Unglaublich. Ja, unglaublich. Wo willst du lang gehen? Ich will zum Bagger. Da kommst du nicht hin. Ich trau mich auch nicht. Ich halte drauf. Ja klar. Der Hüpf. Komm schon zum Bagger. Oh, gleich ist er weg. Voll wie tief auch. Spektakulär. Drauf ist unser Bunker. Der Bunker ist so schwer, dass Radlader und Bagger zusammenarbeiten müssen. Die haben ihn jetzt quasi über die Straße gefahren und ich bin rückwärts mit ausgeklappten Rampen drunter gefahren, weil anders war es nicht möglich. Ein Wahnsinns-Teil. Und bis jetzt kein Anruf. Ich denke, bei Janine und Steffen läuft auch alles glatt, weil sie sind allein zu Hause. An. So, Steffen, ne? Da. Da. Ja, Kette liegt drauf. Stützrolle, Leitrolle. Jetzt probieren wir die mit dem Bagger straff zu ziehen, dass wir hinten runterkommen und die Kettenspanne ansetzen können. Genau, weil das Stück und das muss ja jetzt wieder verbindet genau. Werden. Ne? Hier, das machen wir jetzt alles sauber. Dann ziehen wir es mit dem Bagger so weit, dass wir hier hinkommen. Genau. Dann müssen die Spanner dazwischen? Richtig. Dann ziehen wir die Kette zusammen, Kettenlaschen drauf und dann ab in die Ortschaft zum Tanken. Nein, ja, alles klar. Genau, gut. Einwandfrei. Wir haben jetzt die Kettenspanner. Ja, sieht man da auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Haben wir die jetzt festgemacht? Ja, jetzt hängt die Kette schon mal genau da, wo sie hängen soll. Jetzt hängen wir am Bagger ab. Dann wird die Kette wieder zusammengezogen. Und ja, dann sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus. Wie sieht's aus? Ja? Sitz, Holzkopfen, jetzt gut.
Kette soweit wieder zusammen. Richtig. Ja. Jetzt kommen Kettenschlösser sind drauf. Mhm. Und jetzt machen wir. Na, wo sind sie denn, die kleinen Scheißerchen? Da. Neue Bolzen rein. Mhm. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Genau. Dann Kette spannen, vorwärmen und runter von der Strecke. Machen wir's. Ja, bin gespannt. Ja, da ist er wieder. Was kommt denn da Feines? Du Buscher, ja. Wie gut hier? Gut hier? Ja, sehr gut. Endlich zu Hause angekommen und... Ja, die beiden debattieren schon und schmieden wahrscheinlich irgendwelche Pläne mit unserer tollen Fracht. Ah! Was ist da denn? Die Liebesröhre! Ein originaler, ein oder eine originale 1-2-Mann Luftschutzzelle, Baujahr 1933. Und die bauen wir schön bei uns im Szenario auf. Wie war euer Tag? BMP, alles gut verlaufen? Alles Kundschaft? Ja, alles easy. Keine besonderen Vorkommnisse. Nein. Also alles wie immer? Ja. Ah, da ist ein Unterton. Hm. Lass dich nie überraschen. Alles gut. Ich nehme das jetzt mal einfach so schlaflos hin. Wenn ihr das schon so sagt, dann war doch das nicht normal wie immer. Ja. Normal ist hier nichts. Janine, was kannst du unseren Zuschauern sagen, wenn sie sehen wollen, wie der... Oder wie unsere Luftschutzzelle aufgebaut wird, dann was sollen sie machen? Schraubzwingen nehmen. Keine Schraubzwingen nehmen, das machen wir. Liken und folgen. Einschalten, liken und folgen nicht vergessen für nächste Folgen. Und dann seht ihr auch, wie unser Bunker-Area entsteht. Bis zum nächsten Mal.